R-E-W-R-M-F-I-D. Was machst du wieder bei mir? Kannst du dir vielleicht endlich eine Wohnung suchen, Mann? Das wäre saugeil. Schaut euch den Sneaky Boy an, Leute. Er hat sich hier eiskalt in den Socken versteckt. Genauso wie Leon es immer macht. Ich hasse dich. Was geht, Leute? Und damit herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Vlog. Ihr habt eben schon die Szenen gesehen, dieser obdachlose Penner, der gerade die Reste von gestern ist. Scheint immer noch bei mir zu wohnen. Ich weiß nicht genau, was damit aussieht. Leon, du hast jetzt eine Wohnung, interessiert niemanden hier. Wir beide fahren jetzt mal zum Toys R Us, meine Freunde, weil ich dachte, das macht jeder Trend-Content-YouTuber. Und Trend-Content-Mann hinter der Kamera. Du hast gerade deine Identität, du musst dich selber pixeln. Ich würde sagen, Leute, wir fahren direkt los und kaufen uns einfach irgendein Shit im Toys R Us, denn später kommt noch Luca vorbei. Der liebe InScope mal wieder, die wohnen scheinbar gerade hier. Wir gehen gleich mit InScope pumpen, wir Maschinen, Alter, im Fitness-Game. Ihr wisst, Leute, ihr wisst. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt mal los. Ja, Dario, vielen Dank fürs Aufräumen, ne? Gesehen? Ja, ich hab zum Glück noch gesehen, Alter. Also ich habe auf mein Navi geguckt. Wenn es kaputt gegangen wäre, wäre es nicht mein Problem gewesen. In diesem Sinne. Gottes Willen, dieser Mann. Leute, ich wünsche dieser Mann, wenn man Fahrt haben mag. Nein, nein, bitte nicht, nein. Wir sind jetzt da, Leute, beim Toys R Spielwarengeschäft. Das ist übrigens kein Placement, wo jetzt hier irgendwer rumschreit. Hashtag Werbung! Nein, wir wollen einfach nur ein paar schöne Sachen kaufen. Und ich habe mir ein paar Sachen überlegt, die ich Jody gerne mitbringen möchte. Wir haben exakt eine halbe Stunde Zeit. Das ist jetzt wie früher Super Toy Club, halbe Stunde Zeit. Ja, glaube ich 20 Sekunden, oder? Ist egal, wir rennen jetzt schneller durch. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich drin im Geschäft wieder. Du kannst aufhören zu tanzen. Ach, ja. Du darfst schon. Ich habe ein Gewächshaus gefunden. Das ist nicht von Galileo, sondern einem anderen Prosi. Ist doch egal, Leute. Ich hatte mir schon immer mal überlegt, können wir ein Experiment wagen, dass ich versuche, Rosmarin, Marihuana und andere Pflanzen zu züchten. Und das werden wir jetzt hiermit versuchen. Schauen wir einfach mal, ob das funktioniert. Ich fühle mich einfach mal, das ist super. Okay, Leute, ihr seht, dass ihr gerade zensiert. Das wird Jody so sehr freuen. Jody wird ausrasten. Welches nehmen wir? Welches findest du süßer, sei ehrlich? Boah, das Weiße. Ich finde das Weiße geil. Ja? Okay, dann nehmen wir den hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So ein Auto. Boah, was würde ich für sowas geben, Alter, ohne Witz. 300 Euro? So viel kostet es nämlich. Ich würde dafür keine 300 Euro geben, aber ey, ganz ehrlich, Mann. Wie geil wäre es, wenn ich mit sowas im Ufo rumfahren würde. Bitte sponsert mir so ein Auto. Ich hätte gerne diesen Mini Cooper. Ich würde damit die ganze Zeit im Ufo rumcruisen. Round and down. Oh, wir könnten Felix was in sein Zimmer sauber zu machen mitbringen. In seiner Größe. In seiner Größe? In seiner Statur? Ja. Meine Mitarbeiter gerade unten was Neues fürs UFO. Ist so, ja, nice. Schau mal. Was ist das? Das sind diese Raketen, die du an den Finger machst und da Leute flitschen kannst. Jo. Das hab ich früher in der Grundschule immer gehabt. Boah. Ich hab gerade noch ein paar Sachen geguckt. Leider haben die nicht das, was ich suche. Aber ich glaube, Leute, wir haben eine relativ gute Ausbeute gefunden hier. Vor allem das mit Jody wird das komplett ausrasten, Leute. Das hier. Ich dachte, wir so eine kleine Kegelmeisterschaft kann man machen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zurück ins Auto, beziehungsweise ich gehe erstmal aufs Klo. So, Pepe, wir haben unseren wichtigsten Einkauf getätigt. Bin mal gespannt. Mann, bitte, Samantha, halt dein Schnauze, wenn ich mit den Leuten rede. Du kannst nicht einfach immer dazwischen quatschen. Samantha, mach das Fenster runter. Es geht nicht, wenn du immer wieder redest, wenn ich mit meinen Leuten unterwegs bin, Samantha. Du musst im Mund halten. Fuck, ich habe noch 3 Minuten Zeit, okay. Ich habe 3 Minuten Zeit, um im UFO auf Toilette zu gehen, weil das Klo in diesem Laden war okay. War halt nur für Kinder, also die Toiletten waren so groß, deshalb. Lange Rede, kurzer Sinn, da oben ist, was ist das hier auf der Linse? Ist das ein Kaugummi? Thomas, ich bin mal gespannt, wie unser Pflanzenprojekt da jetzt vorangeht, denn wir haben natürlich da jetzt eine große Challenge uns gegeben. Ich habe jetzt 2 Top-Pflanzen im UFO. Einen geht's gut, sind kaktus, die anderen sind tot. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich im UFO wieder, dann heißt nämlich Game Station mit InScope 21. Gut. Dann werden wir auf jeden Fall mal InScope zeigen, wie man richtig trainiert. Hört mal, was InScope gesagt hat. Ich bringe mir das mal das Beste mit, Alter. Du weißt ganz genau, was ich brauche, Alter. Ich habe ihn gefragt, wie wir den Toys R Us was mitbringen sollen. Ich habe keiner verstanden. Leute, jetzt ultra schnell auf Klo. Richtig wichtige Info für euch. Und dann geht's Game! Wir fliegen! Ja, Revi, denkst du eigentlich, dass du morgen nochmal stehen kannst irgendwie? Ja, aber ich sitze eh die ganze Zeit am PC, also von daher ist es scheißegal. Perfekt. Bester Mann an der Sit-Up-Maschine, nice. Und jetzt rudern ohne Gewicht, wie gut, Alter.
Jetzt machen wir was Sinnvolles auf dem Kanal hier mal zur Abwechslung. Ich zeige euch jetzt eine Übung, die ich sehr, sehr gerne mache. Wir haben einmal Bizeps und zwar heißt es 7 Wiederholungen, 3 Mal. Und die erste machen wir. Insgesamt hat zufälligerweise 21, oder? Genau, 21. Und wir machen als ersten Calf Curl bis nach oben. 1, 7. Dann machen wir den ganzen. Geht das Ganze unten? 1. Ja, doch, ja, keine Ahnung, wer da redet. Und jetzt kommen noch 7 unten. Achso. Ja, dann mach ich das mit 2,5 Kilo, Digga, dann bin ich am Start. Gar kein Ding. Boah, Junge, mach mal fertig. Du hast mich gerade beim Latzug so gef***t, ich kann die scheiß Kamera nicht mehr halten. Nico, ist eigentlich Fitness das einzige Thema, bei dem du ernst bleiben kannst im Leben? Einer der wenigen, ja. Frauen auch nicht. Dass ich da schon mitbekommen habe, ist eine Unverschämtheit. Wenn ihr mal euch einen richtigen Pump holen wollt, wenn ihr mal richtig den Bizeps beanspruchen wollt, dann könnt ihr so eine Übung machen. Ja, ja. Ja, was jetzt? Jetzt werde ich am Sack. Und jetzt kommt die Batista. Das können wir so nicht zeigen, Jungs. Schön, dass du hier bist, Luca. Freut mich auch, Alter. Wo ist mein Oberteil? Küss mal. Ja. Oh mein Gott. Ist das Batista? Batista, genau. Oh, was geht hier ab, Alter? Ich wollte einfach mal ein Video drehen und mich wieder verpissen. Du kannst dich aber auch gleich verpissen. Ist auch entspannt eigentlich. Yeah, keine Schamille! Ey, dieser Fahrer. Hör mal auf jetzt, ich will singen. Tired of getting caught up in this one night the fair. Ich freue mich auf jeden Fall gleich, wenn Jordi kommt, meine Freunde. Es wird auf jeden Fall ein bombastischer Tag. Es ist eine bombastische Stimmung hier. Nico, wenn du gehst, dann aber auch groß. Mich hat gerade der Gerichtsvollstreckungsbeamte angerufen. Die Stimmung, wie gesagt, ist super. Benni, schau mal. Alter, deine dumme Fresse, Alter, ja? Was ist eigentlich heute schon wieder los mit dir? Hyperaktiv, Scheiß drauf, Benni. Benni, würdest du mal kurz die Gießkanne für meine Zuschauer unterschreiben, die ich verlose? Ja. Eigentlich ist es ein Weihnachtsgeschenk für meine Mutter. Okay. Okay, Sascha, meinst du gleich auch? Ja, das sieht sehr gut aus. Ja, sieht gut aus, Sascha. Sehr schön. Dankeschön. Zu dem E, zu dem E, zu dem I. Ey, oh, das packst du nie, hat den Papst gefühlt. Weil das Verwöhnungsprogramm zur Entspannung. Ich weiß, bitte gerade ausschauen. Schauen Sie nicht so verwirrt. Mein Kollege macht das alles professionell. Der ist jetzt hier heute in seinem ersten Tag. Ich habe gerade gebläht. Oh ja, tatsächlich. Tiefen Atemzug. tiefen Atemzug, Herr Meier. Ruhig bleiben. Stefan, ja. Ganz kurz, ne? Ja. Ich wollte dir übelste Props geben für dieses eine Video. Welches? Wenn ich ganz kurz einwerfen darf. Ihr drei. Wir drehen hier gerade, Revi. Ihr seid die dümmsten Menschen, die ich kenne. Wirklich. Hallo Freunde. Was willst du? Möchtest du auf der Gießkanne unterschreiben? Warum soll ich auf der Gießkanne unterschreiben? Weihnachtsgeschenk für meine Mutter, Alter. Okay, da ist Splendid Boy. Ich muss auch unterschreiben. Auf der Gießkanne unterschreiben für meine Mutter für Weihnachten. Ja, klar. Nein, das ist ein Spaß. Ist das für meine Zuschauer. Was? Verloren. Nee? Barit. Ach, Barit. Stefan. Hier. Sascha. Und Izzy. Hi, Izzy. Alter. Kamerafeiter da hinten. Hab unterschrieben. Danke, jetzt bist du dein Palais. Ich verstehe mir noch nicht warum. Ich möchte hier unterschreiben. Dies verlosen tue ich die. Alter, ich glaube, ich verkaufe die doch. Das Gefühl habe ich auch. Geld wert. Ja. Nach dem ganzen Shit, der gerade im Ufer passiert, ist es soweit. Jody, gib mir eine Sekunde Zeit. Also pass mal auf, die Hintergrundgeschichte ist folgende, ja? Jody wollte schon ewig einen Hund haben und ich habe gesagt, okay, ein echter Hund ist sehr viel Arbeit. Da braucht man natürlich erstmal ein wenig Zeit, um sich damit auseinanderzusetzen. Deshalb, Leute, und nur deshalb bin ich heute als bester Mensch der Welt, ja, extra zum Toys R Us gefahren und habe dieses nicht gebrandete Produkt hier gekauft, welches jetzt hoffentlich auch schon mit Batterien geliefert worden ist. Und dann werden wir Jody einen Hund schenken, Leute. Ich hoffe mal, dass sie mich dafür nicht hasst. Vielleicht hat sie ihn echt nur unerwartet, ich weiß es nicht. Okay, ihr seht das hier, man kann diesen Hund füttern und man kann den Hund kacken lassen. Die Kacke ist allerdings das gleiche, was man gefüttert hat. Also der Verdauungstrakt des Hundes funktioniert quasi genau wie von einem echten Hund. Weil echte Hunde essen auch manchmal ihren Kot. So wie auch wir Menschen das gerne machen. Das ist voll gut. Jordi guckt schon draußen, guck mal. Die wartet schon gespannt. Ich glaube, Dicker, hier sind keine Batterien drin, ne? Warte. Welche brauchst du? Ich hab welche. Thomas, du bist mein Hero. Alter. Ja, ja. Warte mal, Leute. Er lebt. Wie kackt er jetzt? Ja, irgendwie kriegt er es auch. Da ist es rausgekommen. Das hat funktioniert, guck mal. Leute, es funktioniert. Okay. Jody! Ja. Komm mal! Okay, Leute, jetzt der Moment der Wahrheit. Weil du es dir immer gewünscht hast, habe ich was für dich. Und zwar habe ich dir ein Hündchen gekauft. Wie heißt der? Du musst deinen Namen geben. Ich weiß nicht! Ja. Kann der was? Ja, guck, der kann Kacki machen. Und essen, der ist genau wie ich. Wenn wir den jetzt füttern, Achtung. Oh, der hat gerülpst! Ist das gut? Ja, oh mein Gott. Ich dachte mir, wenn ich den Toys R Us fahre, bringe ich dir sowas mit. Guck, und jetzt kann man mit dem, schau. Wenn man jetzt mit dem Gassi geht, dann... Da! Hast du gehört?
gut Boah, der kackt ja alles voll hier. Der hat alles voll gekackt. Der kann auch Sitz machen. Oh, Bibi. Warte, hör mal hin, was passiert, wenn er Sitz macht. Jetzt hast du jemanden, mit dem du immer spielen kannst. Ja. Findest du das gut? Der läuft gar nicht weg. Nein. Guck mal, Sascha, ich hab einen Hund bekommen. Ja, ich dachte mir einfach, Leute, es wäre angebracht, Jody mal was zu schenken. Und ich dachte mir, selbst wenn es ein Roboterhund ist, genau das Richtige. Ist das das Richtige gewesen? Ja. Bist du dankbar? Ja, das Nimmst du dann mit nach Hause? Na klar. Ich würde sagen, ich glaube, dass wir am Ende des Vlogs sind. Wir werden jetzt noch eine Menge Videos hier vorproduzieren. Ihr wisst Bescheid, Leute. Das war's für den wunderschönen Vlog. Schaut auf jeden Fall bei mir vorbei. Morgen geht's weiter mit einer richtig kranken UFO-Action. Wir haben morgen noch ein paar Geschäftstermine hier, Leute, mit den Radiomenschen. Da kommt auf jeden Fall auch noch was Krasses auf euch zu. Radiofinder gut. Ja. Kannst du den mitnehmen? Ja, vielleicht ja. Macht er das. Ja, vielleicht, ne? Macht's gut. Schaut bei Jody vorbei. Schaut bei allen Leuten vorbei, die ich in der Beschreibung verlinkt habe. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.